Eine legitime Frage. Günstige, aber auch gute Steeldarts im Preisbereich von 25 bis 35 Euro. Ja, gibt es die überhaupt? Und wenn ja, wo denn? Und gibt es da bestimmte Marken oder ist das No-Name-Ware? Worauf ist denn da zu achten? Alles legitime Fragen, gerade wenn du jetzt das Hobby Darts für dich entdeckst oder wieder neu entdeckst. Und genau so ging es mir am Anfang nämlich auch. Ich brauchte einfach ein bisschen Orientierung und Zeit, um mich erstmal diesem ganzen Wust an Angeboten und Webseiten zurechtzufinden. Naja, und genau die Zeit möchte ich dir so ein kleines bisschen verkürzen, aber auch mal ein Beispiel geben für einen Shop, wo ich persönlich jetzt sagen würde, na, da vielleicht eher nicht einkaufen, denn da zahlst du am Ende immer viel zu viel für das, was du als Gegenwert bekommst. Ich finde, Orientierung ist am Anfang wirklich immer so ein kleines Ding. Und daher gehe ich einfach mal ein paar Shops mit euch durch, die bekannt sind und bei denen ich selber auch schon eingekauft habe. Allen voran MacDart.de ist einer der ältesten, größten und bekanntesten Online-Versender mit einem sehr, sehr großen Angebot. Und hier gehe ich dann auf den Kategoriefilter Darts. Man unterscheidet immer Steel- und Soft-Darts. Wir sind heute bei Steel-Darts unterwegs. Und zwar im Preisbereich zwischen, ich sag mal, 25 und 35 Euro. Alles darunter sind nämlich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit alles Brass, also Messing-Darts. Nicht immer als solches gekennzeichnet, aber das kann ich hier auch gleich mal zeigen. Die Listen sind irgendwie immer vorgefiltert, man weiß nicht wonach. Manchmal sind es neue oder aktuelle oder Topseller-Angebote. Aber da wir ja hier eine ganz klare Preisvorstellung haben, Tungsten Darts 25 bis 35 Euro, gehe ich also einfach immer auf den Filter. Preis aufsteigend ist in dem Fall der richtige. Und ihr siehst es schon gleich in den ersten Ergebnissen, kommen ja Deep Black Steel Darts oder Purple Shark Steel Darts. Das sieht erstmal nett aus und da steht auch nicht dran, dass das Brass ist. Erst in der Detailbeschreibung, aber für 8,90 € kriegst du keine vernünftigen Darts. Die sind alle Brass und relativ preiswert und nicht zu empfehlen. Habe ich schon mal ein separates Video zu gemacht. Darum rein in den Preisfilter. Ich sag mal, ab 24 Euro darf es gerne losgehen. Und von mir aus bis, ach komm, 34 Euro. Zack und los geht's. Und genau das passt jetzt hier auch ganz gut. Hier ist schon mal gleich eine MacDart-Eigenmarke dabei, der MacDart Supergrip. Dann sehe ich hier auch schon zwei Klassiker, nämlich von Red Dragon ist eine Marke, die Javelin-Serie. Da gibt es verschiedene Versionen in ganz Silber, in Schwarz-Silber, in Regenbogenfarben, also mit so einem Coating versehen, bis hin zu, das ist der neue Javelin, der ist ein bisschen griffiger hier schon für 32 Euro. Genauso die Red Dragon Amberjack-Serie. Auch da gibt es mehrere Darts von, die sich für Einsteiger durchaus empfehlen oder einfach auch preisbewusste Steel-Darter. Dann kenne ich noch dartfieber.de. Auch hier mal rübergegangen, rein in die Ecke Darts, Steel Darts. Hier ist die Liste nach Erscheinungsdatum gemacht, aber wir wollen ja den Preis aufsteigend haben. Und auch hier gibt es wieder sehr, sehr günstige Angebote, aber vertraut mir, alles Brass, also Messing Darts. Deswegen auch hier wieder Preisfilter, zack, 25 Euro. Und jetzt kommen auch die ersten vernünftigen Tungsten Dart Angebote. Ab 25 Euro geht es hier los mit der Red Dragon Hellfire Serie oder hier mit einer Dart Fieber Eigenmarke. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Hier steht dann Nummer 15 oder Nummer 6, Nummer 9 und so weiter. Alles durchaus brauchbare Tungsten Darts, teilweise schon mit 80-90% Wolframanteil. Und damit direkt rüber in den nächsten Shop. Die richtig coolen Tipps kommen schon noch, keine Sorge. Und zwar dartshopper.de. Auch ein Laden, bei dem ich gerne stöber, der öfter mal Angebote hat. Hier geht es rein in den Kategoriefilter Dartpfeile. Oft sind hier auch schon günstige Angebote direkt im sichtbaren Feld. Das ist jetzt empfohlen, also in irgendeiner Form vorsortiert. Wir gehen hier wieder auf Preis aufsteigend. Schon gibt es wieder noch günstigere Angebote, aber auch hier Iceware, das ist alles Messing, braucht kein Schwein. Darum hier links auch nochmal in den Preisfilter eingegeben. Wo geht's los? 24 Euro. Und voilà, wir bekommen jetzt schon mal von Red Dragon die Firebolt oder Crusader Serie angezeigt mit 80% Tungstenanteil. So, gehe ich einfach mal auf die nächste Seite, denn ich wollte wissen, was hier noch kommt. Genau, zum Beispiel auch hier wieder eine Eigenmarke, nämlich Koto heißt das, King of the Oki. Und das ist wirklich eine sehr schöne Dartserie. Auch dazu hatte ich ja schon mal Darts für Einsteiger da sahen. Da war immer eine Auswahl auch dieser King of the Oki Darts mit dabei. So wie hier die Zoom Black Electro. Das ist schon mit einem Coating versehen. Da sind schon zwei verschiedene Griparten mit dabei. Schöne Einteilung, Setup für 27 Euro.
kannst du nichts gegen sagen. Den hier drunter finde ich zum Beispiel persönlich auch ganz schön. Der Sting Blue Electro. Schöne Darts, klassischer Ringgrip, 90% Tungsten, keine 30 Euro. Scrollt man die Liste noch weiter, gibt es noch verschiedene andere Serien, auch von Red Dragon die Featherlight. Das ist eine sehr, sehr leichte Darts-Serie mit dünnen und leichten Darts. Wer es mag, warum nicht? Oder hier mit den Heroes Genesis, auch mal eine andere Marke. Ebenso im günstigen Preisbereich schon vertreten. Nächster bekannter Shop, dartsturm.de. Auch hier mal eben schnell in die Kategorie Steel Darts. Infos einmal weggescrollt und dann hier den Filter gesetzt. Preis aufsteigend. Auch hier sofort Brass Darts im günstigen Preissegment, die wir nicht haben wollen. Also hier nochmal direkt auf 25 Euro gegangen. Maximalgrenze ist ja wurscht und schon geht's wieder los. Mit dem Klassiker, die ganze Red Dragon Javelin Serie. Aber hier mischt sich ab und zu auch mal ein Schnäppchen rein, wie zum Beispiel hier von McKicks, ist ein reduzierter Steel Dart, statt 60 Euro jetzt für 35. Die Winmore Foxfire Urban ist zum Beispiel auch eine günstige Einstiegsserie jetzt aus dem aktuellen Herbstlaunch, also das ist auch ein ziemlich aktuelles Modell bei 35 Euro oder die Target Orb, bekannte etablierte Serie. Da merkst du also, hier kommen dann schon langsam Marken in einem Preisbereich so um die 30, 32 Euro dazu. So, was vielleicht auch nicht gleich jeder so auf Anhieb kennt, es gibt durchaus ja auch Spieler, also Dartspieler wie zum Beispiel René Adams, die ihren eigenen Dartshop betreiben, zum Beispiel cubedarts.de ist der Dartshop von René Adams. Und cubedarts ist wiederum ein Shop, den ich auch mal empfehlen kann, weil hier zum Beispiel sehr viel Zeug von 180 vertrieben wird. Also auch hier lohnt es sich mal in den Bereich Darts reinzugehen, aufsteigend nach Preis. Hier lässt sich jetzt zwar nicht direkt einen Preisfilter setzen, aber man muss hier nicht lange suchen. Hier ist nicht allzu viel Brass Dart im Angebot. Und dann geht es an sich hier so ab 30 Euro los mit zum Beispiel der beliebten 180 Strike Serie. Gibt es, glaube ich, einen Stil wie ein Soft Tip oder auch die Back to Basics Serie. Das ist, wie gesagt, alles von 180. Anderer Dartspieler ist der vom German Giant, der JG Dartshop, Gabriel Clemens. Denn hier gibt es unter Umständen auch tatsächlich Spielerdarts vom Gabriel, die dann mit Unterschrift zum selben Preis gerne mal rausgehauen werden. Aber klar, warum nicht? Einfach mal in den Stildart-Bereich schauen. Preis niedrig nach hoch sortieren. Und auch hier gibt es wieder links so einen Preisfilter. Jetzt in glatten Zehner-Schritten, aber gut, machen wir einfach 20 Euro und los geht's. Und schon gibt es hier einige Angebote von Bulls zum Beispiel. Den Ballista hat man schon in einem anderen Shop, dann gibt es nochmal die Phantom oder die Meteor. So, ein Shop, bei dem ich selber auch immer wieder gerne einkaufe, ist Darts Corner Co. UK. Eigentlich in England angesiedelt, aber ihr seht es an der Domain, die haben auch inzwischen einen DE-Vertrieb, zumindest ein DE-Angebot. Und auch hier gibt es immer wieder wunderschöne Sale-Angebote oder einfach auch tolle Filter. Und vor allen Dingen auch mal ganz andere Marken, als man sie bei uns immer so bekommt. Also einmal rein in Steel-Tip, auch wieder Price Low to High in dem Fall wählen. Auch hier gibt es wieder sofort Brass-Dart-Angebote für 4,30 Euro. Muss man ein bisschen scrollen, ist dann auf der linken Seite ein ausführlicher Filter, zum Beispiel für den Preisbereich. Und da geben wir hier mal 22 Euro ein. So, für 23 Euro die ersten Angebote hier. Das sind alles noch Brass Darts. Die sind zu dick, die sind zu groß. Ab wo geht's hier los? Da, 24 Euro von Designer. Gute Marke, qualitativ gute Darts zu einem günstigen Preis. Schöne Griparten, silberfarbene Barrel, kann man zuschlagen. Genauso wie von McKicks, die Allen Glazier. Darts Corner hat natürlich genauso auch Eigenmarke von Darts Corner, so wie hier die Black Rebel Darts. Oder ich glaube, wir müssen mal die Liste noch ein bisschen erweitern. Dann kommen hier zum Beispiel von Designer die Smoothies. Ja, das klingt lustig, das sind halt Darts komplett ohne Grip, aber ebenso günstig. Genauso wie, das habe ich zum Beispiel gesucht, von Ruthless. Auch eine Marke, die man hier kriegt für 30 Euro. Verschiedene Gewichte, Griparten und so weiter. Kann man also auch stöbern. Oder ein bisschen weiter unten auch Perfect Darts, die nächste Marke mit guten und preiswerten Tungsten Darts. Und noch ein Stückchen weiter unten zum Beispiel McCoy, Traditionsmarke aus UK. Genau das gleiche, gute, günstige Darts im Angebot.
Das Ding mit der Bestellung jetzt bei Darts Corner Co. UK ist, die Ware kommt teils wirklich aus England, ist ein Nicht-EU-Land, da müsst ihr eigentlich nur eine Sache aber beherzigen. Wenn ihr hier Darts oder Zubehör einkauft, achtet darauf, dass ihr nicht über 150 Euro Gesamtwarenwert kommt, denn sonst wird das bei uns vom Zoll nochmal extra geprüft und muss gegebenenfalls sogar nochmal separat angemeldet und so weiter werden und nachbesteuert. Das heißt, dann zahlt ihr drauf. Und wenn ihr das eben privat kauft und da dann auch nicht, sage ich mal, mehr als 10 Warenlieferungen pro Jahr in diesem Preisbereich erhaltet, ist das auch nichts Kommerzielles, Gewerbliches und wird in der Regel gar nicht nochmal separat nachberechnet. Also da reicht dann, falls der Zoll sich melden sollte, die einfache Angabe, ich habe nicht mehr als 10 Warensendungen aus einem Nicht-EU-Land, alle unter 105 für Privatzwecke. Das waren jetzt schon diverse Shops und auch diverse Marken, wie eben McCoy, Perfect Darts, Red Dragon, die Eigenmarken wie King of the Oki oder halt Darts Corner, auch Carella ist da oft mit dabei, bei denen ihr sehr oft gute und günstige Steel Darts mit Tungsten bekommt. Und da kann ich vielleicht auch mal ein Beispiel zeigen, wo ich kaufen und wo ich zum Beispiel nicht kaufen würde. Gehe ich mal hier in den Rheinhessen Dartshop, dartsversand.de. Denn hier gibt es zum Beispiel das Angebot, das nennt sich Barrel Only. Also hier kriegt ihr solche Steel Dart Barrel mit den eingepressten Spitzen, aber eben nicht das Setup hinten drauf. Das kostet ja in der Regel auch nur ein paar Euro mehr. Von daher, wenn du sowieso dein eigenes Setup oder so spielen willst, dann reicht es hier vollkommen aus. Und hier bekommst du zum Beispiel 90% Tungsten Barrel in 23 Gramm mit einer Titanium-Nitrit-Beschichtung. Deswegen ist das hier so hochwertig vergoldet für 30 Euro. So, mal kurz im Hinterkopf behalten, denn es gibt auch so eine Bude, die sitzt in Berlin und nennt sich My Dart Pfeil. Und My Dart Pfeil haben an sich eine gute Idee. Die haben einen Dart Pfeil Konfigurator, den sie gerade auch Darts Neulingen oder Einsteigern immer sehr, sehr bewerben. Ich klicke hier mal auf personalisierte Dart Pfeile, dann wird es so ein bisschen deutlich, was ich meine. Und hier siehst du schon direkt My Dart Pfeil, personalisierte Dart Pfeile zum Selbstgestalten, perfekt auf deinen Wurfstil angepasst für ein besseres Wurfgefühl und mehr 180er. Also mal unabhängig von dem Werbetext, weil das ist Blödsinn aus meiner Sicht. Man klickt sich hier ein Dartset zusammen. Das hat nichts mit deinem Wurfstil zu tun, da wird auch überhaupt nichts abgefragt dazu. Aber wie gesagt, der Grundgedanke, dass man sich hier zum Beispiel goldene Darts zusammenklicken kann, wenn man sie dann haben möchte, nicht verkehrt. Anfangspreis liegt hier bei 60 Euro, nur 20 Euro pro Dartpfeil ist hier genannt, also warum nicht, einmal selbst gestalten. Dann wird der Dartpfeil-Konfigurator geladen und siehe da, ich habe noch nichts gemacht und die Darts kosten jetzt schon 65 Euro, also 21,65 Euro pro Dartpfeil. Hä? Ich wollte ja ein goldenes Barrel haben. Wir sind bei Steel Darts, das ist okay, das heißt, ich wähle hier meine Spitze, wähle die Länge meiner Spitze, die ist jetzt in kurz vorausgewählt, okay, wenn ich sie länger haben wollte, müsste ich schon mal 99 Cent mehr bezahlen, aus welchem Grund auch immer, verlangt kein anderer Dartshop, nur die, also lasse ich es mal. Ich kann jetzt wählen, ob meine Spitze einen Grip oder nicht haben soll, auch hier wähle ich eine andere Option, nochmal 4 Euro extra, Upselling hier wie bei iPhone, aber gut, unsere goldenen Darts haben auch eine glatte Spitze, deswegen können wir es dabei belassen, die Farbe bleibt auch schwarz, auch hier finde ich es wieder nicht nachvollziehbar, warum eine goldene oder eine bunte Spitze direkt schon mal 10 Euro mehr kosten sollte. Also wer sich ein bisschen mit der Darts-Thematik auskennt, der weiß, dass jegliche Länge eines Schafts oder auch eines Points in jeglicher Farbe immer genau das gleiche kostet. Und ob sie mir jetzt eine schwarze Spitze reinpressen oder eine goldene, ist genau der gleiche Aufwand. Kommt also auch aufs Gleiche raus. Aber gut, wir lassen es bei schwarz, dann zahlen wir auf keinen Fall drauf. Jetzt kommen wir zum Barrel. Das ist ein gerades Barrel in Zylinderform, das passt. Auch hier würde eine andere Form schon wieder einen Mehrpreis bedeuten. Die Gripstärke, schön, dass man wählen kann. Mittelstarker Grip wäre eigentlich schön, kostet aber auch wieder extra. Als ob die jetzt diese Darts extra für dich neu einschleifen würden, natürlich nicht. Lassen wir es einfach bei der Standardauswahl. So, dann das Barrel Design, damit meinen sie wahrscheinlich unterschiedliche Gripzonen oder Einteilungen. Ja, man sieht es so ein bisschen auch am Bild. Natürlich, jede Auswahl, die ich treffe, macht das ganze Ding dann nochmal zusätzlich teurer.
Ich glaube, wir bleiben mal bei Modell 1 oder 2 und klicken mal weiter. Gewicht 23 Gramm, das ist genau das, was unsere Golden Barrel auch schon haben. Okay, jetzt können wir die Farbe wählen. Das ist doch schön. Silber haben wir, wähle ich Gold, zahle ich auch nochmal 10 Euro drauf. Voila, wir haben goldene Darts, alles klar. Gravur, wozu sollte ich das haben wollen? Immerhin, ich habe jetzt hier nochmal die Wahl, dass ich Schäfte nehmen kann. Entweder aus Kunststoff, zwei Sets oder aus Aluminium. Die kosten natürlich wieder extra, warum auch immer. Schäfte haben immer einfach nur einen Preis, spielt überhaupt gar keine Rolle. Also lassen wir es bei keinem extra Aufpreis. Die Länge der Schäfte, mittlere Länge ist okay. Wäre interessant, dass eine andere Farbe auch schon wieder mehr kosten würde, aber die gibt es nicht mal. Einfarbig in Ordnung, schwarzer Schaft in Ordnung, Standard Flightform 100 Mikron, alles in Ordnung. Ja, auch Blanco, alles andere kostet wieder extra. Die Farbe vom Flight, von mir aus machen wir sie jetzt schwarz-rot. Als kleinen Kontrast, das kostet zumindest nichts extra. Und ich weiß nicht warum, niemand braucht irgendeinen Flight Protector, aber so what? Machen wir den farblich auch in Rot. So, damit haben wir jetzt unseren goldenen Dartpfeil konfiguriert. Ehrlich gesagt, nichts Besonderes und wir sind bei einem Preis von 76,93 €. Ich habe hier schwarze, einfache Spitzen. Ich habe ein schönes Titaniumnitrid Barrel. Gut, es hat jetzt eine Ringgripart mit nicht allzu vielen Einteilungen. 90% Tungsten, 23 Gramm, 30 Euro für drei Stück. Und hier habe ich jetzt im Unterschied dazu ein bisschen andere Griffzonengestaltung. Okay. Und habe jetzt günstige Nylonschäfte mit günstigen Flights. Naja, lass das 4 Euro oder 5 Euro mehr sein. Rund 26 Euro für einen einzelnen Dartpfeil. Kauft sowieso keiner einzeln. Bei Darts wirfst du immer drei Stück, deswegen gibt es auch immer drei. 10 Euro pro Dart, 26 Euro pro Dart. Gleiches Gewicht, gleicher Tungstenanteil. Nach meinem Dafürhalten einfach nur vollkommen überteuert. Und der Mehrpreis ist für mich hier auch ehrlich gesagt nicht zu rechtfertigen mit, ja, wir schrauben das ja noch zusammen und hauen das dann noch in eine Verpackung rein. Denn wenn du hier im Dartshop sagst, du möchtest gerne noch andere Spitzen drauf haben, dann nimmt der maximal 5 Euro, presst dir da deine gewünschten Spitzen mit drauf und legt dir genauso gut noch die Schäfte und Flights mit bei, die du aus dem Sortiment gerne haben willst. Und da zahlst du, wie gesagt, 4, 5 Euro mehr. Der packt dir das schön zusammen, macht das auch in einem anständigen Karton und es kommt genauso bei dir zu Hause an. Gut, nehme ich nochmal ein anderes Beispiel und zwar von Dartfieber. Denn auch hier, den Shop habe ich eingangs schon gezeigt, gibt es so ein Barrel-Only-Angebot. Das heißt, man kann hier einfach 23 Gramm, 90% Tungsten-Darts, also auch wieder was Hochwertiges hier mit Unterbrecher und zwei Griffzonen in schönen Rainbow-Colors, sich ebenso zu einem günstigen Taler nach Hause liefern lassen. Und auch die lassen sich durchaus natürlich hier bei MyDart-File zusammenstellen. Bin ich automatisch wieder bei 65 Euro. Günstiger geht's nimmer. Nehme wieder Steel Dart in Kurz mit glatter Spitze. Farbe wurscht. Barrel bleibt beim Zylinder. Griffprofil. Hier haben wir, glaube ich, so mittelstark. Also wählen wir hier auch mittelstark. Was kommt denn nahe? Oh, das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Der Zweier oder der Dreier auch wieder für einen Aufpreis. 23 Gramm. Jawohl. Aha. Die kriege ich jetzt nicht in Gold und nicht in Bunt. Da geht es dann schon los, von wegen individuell auf meinen Wurfstil. Ist ja nicht mal individuell auf meinen Wunsch. Also, Modell 3 gewählt. Ah, sieh mal an. So, also Modell 3 gibt es dann wieder mal in Bunt für 10 Euro Aufpreis. Voilà. Gravur, Schäfte, lasse ich alles unangetastet. Einfarbig schwarz, jawohl. Flight so 100 Mikron. Flights Blanco wählen wir einfach auch wieder in Rot. Zack, Protektor, Rot, wurscht. Fertig ist mein Dartset. Kostenpunkt rund 80 Euro. Oh, ich habe 90% Tungsten-Dart. Ja, ich habe zwei unterschiedliche Griffzonen. Der ist schön Regenbogenfarben mit schwarzem Point. Das da hinten ist vernachlässigbar. Das sind 4, 5 Euro. Auch hier zahle ich dann wieder 26, 27 Euro für einen einzelnen Dartpfeil. Ja gut, hier zahle ich 30 Euro für drei. So, bleiben also weit über 70 Euro für dieses Barrel mit der Spitze da vorne. Ja, oder ich gehe halt bei dartfieber.de auf Barrel Only und kriege sowas ähnliches für 30 Euro. Ich wüsste jetzt also nicht, warum ich aus irgendeinem Grund deutlich mehr für was jetzt genau bezahlen sollte. So, Inhalt des Videos ist ja gute und preisgünstige Darts im Bereich zwischen 25 bis 35 Euro. Und nach meinem Dafürhalten gibt es auch keinen Grund, hier deutlich mehr für auszugeben, wenn das jetzt nicht explizit eine bekannte Marke oder von einem bekannten Profi-Dartspieler die Darts sind. Und um das mit den günstigen Steel-Darts hier einmal abzuschließen, einen Tipp kann ich noch geben über die Seite von dartsversand.de zum Beispiel. Gibt mit Sicherheit noch viele andere. Aber hier gibt es so Anbieter wie McCoy, habe ich schon erwähnt. Da gibt es gute, günstige Steel-Darts in verschiedensten Formen und Varianten für ein günstiges Geld. Das gleiche gilt für die Marke Designer, die ist hier genauso vertreten. Man muss eigentlich nur noch die Brand aufrufen und du siehst sofort am Preis, aha, gute, preisgünstige Darts, zahlst du nicht zu viel.
Auch McKicks zum Beispiel ist hier so eine Marke. Wenn ich da mal draufklicke, dann sieht man hier unten auch, da sind die ab 30 Euro Darts zum Beispiel mit dabei. Oder eine andere Marke, die gute preisgünstige Darts Barrel anbietet, ist Carella. Gibt es zum Beispiel hier im dartgott.de Shop. Wenn man hier dann mal den Preisfilter setzt auf 25 bis 35 Euro, dann kommt hier die ganze Carella Profi Line. Den PL11er zum Beispiel, Barrel spiele ich auch schon einige Zeit lang, 90% Tungsten, 35 Euro. Oder einfach andere aus der Linie. Und wenn du ein bisschen runterscrollst, dann siehst du schon, ne? Alles irgendwo so um die 30 bis 35 Euro. Carella Profi Line heißt das nicht von ungefähr, ist wirklich hochwertige Tungsten Darts. Ja, das war also von mir so ein kleines Roundup an Online-Shops und wie du schnell gute und günstige Steel-Darts finden kannst. In all diesen Shops habe ich selbst auch schon was eingekauft. Teilweise sind da Favoriten-Shops dabei, wo ich regelmäßig meinen Bedarf decke. Und das erwähne ich hier aber auch der Vollständigkeit halber noch. Ob du da jetzt einkaufen möchtest oder nicht, bleibt natürlich dir vollkommen frei überlassen. Ich selbst bekomme keinerlei Vermittlungsprovision oder Umsatzbeteiligung, wenn du in einem der gezeigten Shops etwas kaufst. Wie gesagt, mein Anliegen war einfach ein bisschen Orientierung zu geben. Was gibt es überhaupt für Shops? Welche sind da die großen etablierten? Und wie kannst du die Angebote entsprechend filtern und was davon taugt oder taugt womöglich nicht so sehr? Denn ich finde es geil, gerade wenn jetzt viele Darts-Neueinsteiger dazukommen, dass sie auf keinen Fall einen Fehlkauf tätigt, sondern gute, aber eben auch günstige Darts bekommt, an denen ihr dann von Anfang an viel Spaß und auch lange Freude haben werdet. Denn wer weiß, womöglich sieht man sich online oder beim nächsten Regionalturnier. In diesem Sinne, gut Darts euch allen. Wenn dir die Tipps und Videos dieser Art helfen, natürlich sehr gerne den Abo-Button drücken, wenn du das noch nicht gemacht hast. Allen, die es schon gemacht haben, sage ich natürlich lieben Dank und tschüss, ciao, gut Darts, bis zum nächsten Video, euer Olli.